Hey Leute, der Sturm geht weiter. Im Gespräch mit ihrem Anwalt macht Ariane Erik als größte Gefahr für ihre Verteidigungsstrategie aus. Obwohl Rosalie die Nähe zu Raphael genießt, plagt sie das schlechte Gewissen und sie entzieht sich der Situation. Als sie versucht, unbemerkt nach Hause zu kommen, trifft sie auf Michael, der sich wundert, wo sie den Abend über war. Trotz einer gelungenen Ausrede will Rosalie sich von den Gefühlen für Raphael ablenken und ein Fest für Michael organisieren. Doch dann trifft sie erneut auf Raphael. Als Robert für Arianes Prozess anreist, wünscht sich Christoph, dass Robert gegen sie das Schlimmste aussagt. Doch Robert möchte sich keine Zeugenaussage vorschreiben lassen und vertraut auf das Urteil der Richterin. Christoph ist davon ganz und gar nicht begeistert. Raphael schenkt Rosalie Ohrringe. Diese ist davon berührt, macht Raphael aber klar, dass sie sich für Michael entschieden hat. Erik kommt durch Gary auf eine Idee, Christoph hat Ariane damals Physiopharma untergejubelt. Wenn dies beim Prozess ans Licht kommt, würde es Arianes Schuldunfähigkeit widerlegen, somit würde sie lange hinter Gitter bleiben. Daraufhin sucht Erik Christoph auf. Konstanze versucht Paul von seiner Entscheidung, sich zu trennen, abzuhalten, jedoch kann sie ihn nicht aufhalten. Aber Henning hat einen Plan, wie sich seine Cousine und Paul wieder näher kommen. Er überredet Paul, Konstanze zu einem Physiotermin zu fahren, und manipuliert das Auto, sodass es zu einer Autopanne kommt. Erik stellt Christoph ein Ultimatum. Entweder Christoph trennt sich von Yvonne oder Erik gesteht dem Gericht, dass Christoph Ariane Physiopharma untergejubelt hat. Was ist Christoph wichtiger, seine Liebe zu Yvonne oder dass er sich selbst nicht in Gefahr bringt? Als Michael Rosalie emotional seine Liebe zu ihr gesteht und ihr eine kurze Reise schenkt, kann sie es ihm nicht mehr verheimlichen. Sie hat mit Raphael geschlafen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.